Huch. Lilly fand, er wirkte ein wenig wischiwaschi. Bitte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Eine Flasche Stärke? Na, das konnte Lilly wirklich gut gebrauchen. Das war aber hübsch. Das Tuch erinnerte Lilly an eines, das ihr die Oberin weggenommen hatte. Können wir hier sonst noch was machen? Nö. Wir können es doch mit einem blauen Pissoir. Das war bereits frisch gewaschen. Das war... Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Okay. Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus, wenn alle anderen schliefen. Jetzt kommt Harvey wahrscheinlich. Psst. Jawohl. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Grrr. Harvey, du Kleiner. Oh. Ah. Überrascht, mich wiederzusehen? Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Abgebrochenes Stuhlbein. Phantom? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Können wir dem... Du sollst... Können wir dem... Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Schnur. Woogie. Ach du. Oh, du kriegst die Motten. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Oh, die Arme. Können wir ihn kitzeln?
Lass das. Kannst du dich selber aufspießen? Lass das. Ja. Na komm. Nochmal. Lass das. Lass das. Okay, jetzt ist er wieder in Ausgangsposition und da hinten können wir nichts machen. Lass das. So, können wir den jetzt eben lösen? Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! So doch nicht! Jetzt gib dir doch mal ein bisschen Mühe! Ich habe hier echte Schmerzen! Ja. Ich darf leider nicht. So doch nicht! Jetzt gib dir doch mal ein bisschen Mühe! Ich habe hier echte Schmerzen! Lilly hatte den Eindruck, dass... Dorn und Drachenkralle. Oh, danke. Das war knapp. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Man lernt bei diesen ganzen Sachen auch so unglaublich viel, dass man tatsächlich... So, jetzt können wir. Hui. So, und jetzt Poke. Ah, mein Auge! Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig! Hatte es gesagt. Naja, also, wenn man mich festhält, dann wehre ich mich auch. Ja. Boogie. Oh. Na, da wollte ich jetzt gerade nicht hin. Die Tür war fest verschlossen. Okay, aber wir können unseren Kaffee bedienen, oder? Jawohl. Also ich glaube, da müssen wir jetzt dann nochmal ran in diese Welt, in diese Parallelwelt oder in diese Monsterwelt. So. Aber jetzt können wir, glaube ich, die Wäschenadel mitnehmen. Du. Die Stricknadel. Das Ding ist aber ganz schön groß mit dem Überschieber. So, können wir jetzt in den Überwachungsraum rein? Die Tür war... Nein.
Nein, da will ich nicht rein. So. Rollenspielrunde. Ach, wie cool ist das denn gerade? Die ganzen Geschichten, die ganzen schönen Spiele, die verbrennen alle. Ach Mann. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Hallo Lil, du willst doch. Ach, das hat ja, die Ob. Feuer spielen? Ja. Das nervt immer ein bisschen. So. Ach, wie schön. Petra, Trocki und der Adrian. Ach, die kennen wir doch. Er hatte einen Topf auf dem Kopf und saß hinter einem aufgerichteten Stück Pappe. Das musste dieser Gott sein, von dem die Oberin so häufig sprach. Nein, ich denke, man nennt ihn Meister. Das ist ein Meisterschirm. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer rot-grünen Schwäche. Drogelbecher! Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth-Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell! Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Pizza. Ich will Brokkoli. Welche? Auf die Pizza. Aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Oh Mann. Du... Drogelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier... und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher! Das stimmt. Das ist echt cool. Also, wer es mal ausprobieren will... Also, ich spiele ja... Bin ich da in letzter Zeit da sehr aktiv. Oder letzte Zeit eher nicht mehr, aber... Ich war mal sehr aktiver Rollenspieler. Das DSA-System, wer es kennt, kann ich nur empfehlen. Wirklich super. So, Farbenblindheit. Moment, ich muss mir jetzt erstmal was notieren. So, also. Adrian. Peter. Petra. Und Drogi. So.
Dann erstmal die Sehschwäche. Richtig. Mit der Sehschwäche. Wenn die Farben nicht sehen, heißt das dann, dass die Sachen auf der Pizza dann nicht erkennen können? Muss ich mal ausprobieren.